irgendwo hier sein, oder? Ey, du Vogel! Was filmst du einfach hier rum? Wer bist du überhaupt? Ja, ich bin von Dockers. Herr Pranger, jetzt, wo ich Sie gerade sehe. Ja. Haben Sie schon die Promo von Phil Black gesehen? Was denn für eine Promo? Ja, schauen Sie mal. Was hat der denn zu sagen? Was soll ich sagen? Ich fühle mich verarscht. Suspendierst du Hannes nur für eine Show, sondern du setzt ihn auch noch in ein Match gegen mich nochmal? Nachdem er mir eine Flasche über den Kopf gehauen hat? Danke, nicht so! Danke! Aber Hannes, du kannst froh sein, dass es so strenge Regeln gibt. Wenn es diese nicht geben würde, würde ich deinen Kopf so oft auf den Boden scheppern, bis du blutest, Junge. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Dieses Ding hier ist eine der wenigen Sachen, die ich noch habe. Und du... Phil, ist das dein Ernst? Du fühlst dich vom Dockers Office und von Klaus Stahl verarscht? Ja, ich hab dich nach unserem Match mit einer Bierflasche angegriffen. Dafür wurde ich suspendiert. Ist okay, ich hab's hingenommen. Hast du mich jammern hören? Nein. Was du gemacht hast, ist viel schlimmer. Bei der letzten Show war ich nicht als Aktiver da. Ich war als Fan da. Und du hast mich hinterrücks angegriffen. Wurdest du deswegen suspendiert? Nein. Musstest du deinen Titel abgeben? Nein. Also, wer von uns beiden wurde verarscht? Und jetzt jammerst du, weil du ein faires Match gegen mich bestreiten sollst. Ich glaube, ich kenne den Grund. Ja, du hast zweimal gegen mich gewonnen, das ist richtig. Aber wie kam es dazu? Beim ersten Mal wurde ich ausgezählt, weil der Ref viel zu schnell gezählt hat. Beim zweiten Mal konntest du nur gewinnen, weil Luna die ganze Vorarbeit für dich gemacht hat. Ist verständlich, dass du Angst hast, jetzt alleine gegen mich in den Ring zu treten. Noch was. Du drohst mir? Du sagst, ich kann Glück haben, dass es ein Strict Rules Match ist. Ohne Regeln würdest du meinen Kopf immer wieder auf die Matte hauen? Ich sag dir eins, du kleiner Scheißer. Wäre es ein Match ohne Regeln, könnten die Dockers direkt für den Abend einen Krankenwagen für dich bestellen, weil du die nächsten Monate nur noch Flüssignahrung zu dir nehmen könntest. Und eins noch. Am 22.06. werde ich nicht versuchen, dir den Titel abzunehmen. Ich nehme ihn dir ab und das ist ein Versprechen.